Die Nachrichten von N24. Guten Morgen. Die Lage im zerstörten Atomkraftwerk von Fukushima bleibt weiter extrem gefährlich. Der Chef des Kraftwerksbetreibers TEPCO ist am Morgen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er klagte über Bluthochdruck und Schwindelgefühl. Der Atommanager war zuvor heftig kritisiert worden. Spuren von Plutonium, die außerhalb der Reaktoren gefunden worden sind, haben neue Sorgen ausgelöst über das Ausmaß der Katastrophe. Die Entdeckung des extrem giftigen Stoffes deutet nach Ansicht der Atombehörde darauf hin, dass die Schutzhülle des Reaktors gebrochen ist. Die Arbeiter sind völlig erschöpft. Der französische Atomkonzern Areva schickt jetzt 5 Spezialisten. Das Unternehmen hat die Brennstäbe aus Plutoniummischoxid hergestellt, die im Reaktorblock 3 eingesetzt werden. Am 11. März bebte die Erde im Nordosten Japans mit einer Stärke von 9,0. Unvorstellbare Zerstörungen nicht nur durch das Beben selbst, sondern auch durch den anschließenden Tsunami, der sich weit hinein ins Land wälzte. Viele Menschen haben diese Minuten auf Video festgehalten. Ein weiteres hat uns jetzt erreicht. Es sind die Minuten, als der Tsunami die Stadt Kesenuma erreicht, kurz nach dem großen Beben am 11. März. Bilder, die die unvorstellbare Kraft des Tsunamis zeigen, Wochen später erst im Internet veröffentlicht. Langsam, aber unaufhaltbar übersteigen die Wassermassen die Flutmauern der Stadt im Norden Japans. Sekunde für Sekunde steigt der Pegel. Nach nur einer Minute spülen wahre Wassermassen in die Stadt hinein, türmen Autos vor einem Quergebäude auf. Nach 2 Minuten haben die Wassermassen das gut 5 Meter hohe Lagerhaus überflutet, reißen es schließlich mit sich. Nach nur 3 Minuten hat der Tsunami die Stadt vernichtet. 75.000 Menschen lebten hier. Viele von ihnen lassen an diesem Tag ihr Leben. Einzig die großen Betonbauten haben der Flut widerstehen können. Alles andere hat der Tsunami langsam und stetig einfach weggespült.